Das Pico TT-Modell, die kultige BR 102.1 der Deutschen Reichsbahn, bekannt auch unter ihrem Spitznamen Gartenlaube, kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Das Vorbild des Modells mit der Loknummer 102-104-7 war in der RBD Magdeburg BW Brandenburg beheimatet. Hersteller dieser Baureihe war der Lokomotivbau Karl Marx in Potsdam-Babelsberg. Das Modell der BR 102.1 gefällt mit vielen filigranen Details wie eine ausziehbare Dachantenne, extra angesetzte Signalhörner, Frontgriffstangen, Feuerlöscher sowie des freistehenden Geländer am Führerhaus. Das grau lackierte Fahrwerk ist feinst detailliert. Diese Details tragen zum perfekten Gesamteindruck bei und lassen das Modell zu einem besonderen Augenschmaus werden. Die Lackierung des Modells ist makellos, die Bedruckung trennscharf und entspricht dem Betriebszustand des Originals. Die Pico 102.1 hat einen kräftigen Motor mit präzise ausgewuchteter Schwungmasse spendiert bekommen, der in einem Zinkspritzgussrahmen verbaut wurde. Das verleiht dem Modell einen gleichmäßigen und ruhigen Lauf, auch sehr guten Langsamlauf und sorgen auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Mit passenden Pico Next 18 Decoder sind die digitalen Funktionen wie die separat schaltbare Schlussbeleuchtung und Kabinenbeleuchtung möglich. Besonderes Highlight ist die digital schaltbare Rangierbeleuchtung FZ1. Diese Details erhöhen deutlich den Spielwert und heben sich gegenüber den Wettbewerbern besonders hervor. Die Lokomotive ist mit einer digitalen Schnittstelle Next 18 ausgerüstet. Die dieselhydraulische Rangierlokomotive der Baureihe 102.1 der Deutschen Reichsbahn zählte als weit verbreitete Rangierlokomotive zu den typischen Vertretern der Kleinlokomotiven aus der DDR. Zwischen 1970 und 1971 wurden 157 Einheiten des bis zu 40 km/h schnellen Rangierhobels an die Deutsche Reichsbahn ausgeliefert und im gesamten Netz der DR eingesetzt. Selbst vor Personenzügen auf Nebenbahnen konnten die kleinen Maschinen beobachtet werden. Als Spitznamen etablierten sich unter anderem Briefkasten, Gartenlaube oder Fußbank. Die Pico BR 102.1 kann als Rangierlokomotive ideal mit dem attraktiven und vielfältigen Sortiment an Güterwagen nach Deutscher Reichsbahn oder internationalen Vorbildern eingesetzt werden. Das präzise nachgebildete Modell stellt als preiswerte Formneuheit mit ausgezeichneten Fahreigenschaften für TT-Freunde mit Vorliebe für die Deutsche Reichsbahn der 1980er Jahre eine echte Bereicherung des Triebfahrzeugparks dar.